Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Christian Zeitler. Genau, ich bin Angestellter, Senior-Entwickler bei der BAS Kundenservice GmbH und KKG. Diese ist eine Tochter der GASAG und der größte Energieversorger in Berlin. Bei meinem heutigen Talk geht es darum, einen Weg aufzuzeigen, wie man mit dem Einsatz von Dependency Injection und weiteren Design Patterns es schafft, den Code so aufzubauen, dass man die Daten, die für die Ausführung des Tests erforderlich sind, einfach beschaffen kann. Die Agenda sieht wie folgt aus. Wir werden nochmal kurz einen Abflug in die Theorie machen mit der ersten Frage, was sind Unit-Tests überhaupt? Dann die weiteren oder das weitere wäre die Erläuterung, kurze Einführung in die Solid-Prinzipien. Dann nochmal der Begriff Dependency Injection und dann mit UnAction ist eine Live-Demo gemeint. Da will ich dann nochmal direkt am System zeigen, wie das alles zusammenspielt. Genau, Unit-Tests an sich sind der methodische Versuch zum Nachweis erstens der technischen Lauffähigkeit unserer Entwicklungsobjekte und zweitens, was wichtig ist, dass die Entwicklungsobjekte, die wir entwickelt haben, die fachlich korrekten Ergebnisse bzw. Teilergebnisse zurückliefern. Und Testgegenstand sind halt abgrenzbare Teile von Computerprogrammen, also die Klassen, die wir halt entwickeln. Genau. Zum zweiten Fra oder Qualitäts, jetzt kommt die Frage, was macht einen guten Unit-Test aus? Hierfür gibt es das First-Prinzip. Die erste, also das F steht für halt fast, bedeutet, dass ein einzelner Unit-Test sehr schnell ausgeführt werden muss. Einfach um sozusagen, wenn es groß skaliert wird und ein Großteil unserer Entwicklungsobjekte abgedeckt wird, dann entsteht halt eine Unit-Test-Bibliothek in der Größe von 1000, wenn nicht sogar 5000, eventuell sogar 10.000 Unit-Tests. Und wenn die während der Entwicklung ausgeführt werden, um sicherzustellen, dass noch alles funktioniert und die Ausführungsdauer dann 15 bis 20 Minuten dauert, dann stimmt irgendwas nicht, weil es kann halt nicht sein, dass zwischen jeder Iteration von Anpassung und Testing wir halt eine Pause haben von 15 Minuten. Der zweite Punkt ist, dass die Tests independent sein müssen, also unabhängig voneinander. Das bedeutet, der erste Test, also es kann keine Anforderung sein, dass der zweite Test immer vor dem ersten Test laufen muss, weil der zweite Test irgendwas aufbaut und danach der erste Test sozusagen prüft, ob alles richtig ist. Denn der dritte Punkt ist, dass sie repeatable sein müssen. Bedeutet, wenn ich einen Unit-Test mehrfach ausführe, dann muss es immer zu dem gleichen Ergebnis kommen. Dann Self-Validating bedeutet so viel, dass der Test muss am Ende sagen, ja, das, was rausgekommen ist aus meinem Entwicklungsobjekt, stimmt überein mit dem, was ich erwartet habe. Und es darf niemand halt mehr manuell eingreifen und irgendwas umstellen, irgendwie konfigurieren, um halt sicher oder um zu prüfen, ob der Test bestanden wurde oder nicht. Das muss alles der Test selber machen. Und das Letzte ist timely, bedeutet, dass der Unit-Test am besten parallel, am besten sogar im Test-Driven Development-Verfahren, zeitnah, zeitgleich mit der Entwicklung des produktiven Quellcodes entsteht. Ich denke mal, das kennen wir dann alle, wenn wir halt 3 Monate auf den Quellcode draufschauen, den wir vor 3 Monaten entwickelt haben, dass wir dann halt selber nicht wissen oder uns noch schwer daran erinnern können, was halt wir gemacht haben. Dann zum nächsten Thema, und zwar der Aufbau eines Tests erfolgt nach dem AAA-Prinzip. Das nennt sich, ja, AAA-Prinzip. Der erste Teil ist, dass wir die Sachen arrangen, also wir bereiten unsere Abhängigkeiten vor, worauf wir dann gleich nochmal eingehen. Die ganzen Dependencies, die halt unsere Business-Logik braucht. Dann ACT ist die eigentliche Ausführung der entsprechenden Methode, die wir halt testen wollen. Und Assert als letztes, wo wir halt prüfen, ob das Ist-Ergebnis gleich dem Soll-Ergebnis ist. Genau, die Voraussetzungen für Unit-Tests sind unter anderem, dass wir für jedes Testszenario, was wir haben, konkrete Testdaten brauchen. Dann als zweiten
zweiter Aspekt, es muss ein guter Programmierstil, also im Sinne von Solid vorhanden sein. Und als weiteren Aspekt, Dependency Injection bedeutet, dass wir halt die Abhängigkeiten, die Business-Logik braucht, Abhängigkeiten im Sinne von weitere Funktionalitäten, wie zum Beispiel das Lesen aus der Datenbank, das Schreiben von Log-Einträgen, also vom Application Log, also der Versand einer E-Mail, meinetwegen auch der Zugriff auf ein entferntes System im Sinne von REST mithilfe von OData. Genau, dieses Dependency Injection führt dann zu einer losen Kopplung zwischen der Class an der Test, also dem Testobjekt und deren Abhängigkeiten. Und wichtig wäre, oder ja, ein weiterer Aspekt ist, dass die Entwicklungsobjekte, die wir halt haben, keine eierlegende Wollmilchsäue sind, sondern nur eine Aufgabe machen. Punkt. Genau, dann kommen wir jetzt zu den Solid-Prinzipien. Und zwar das erste wäre halt Single Responsibility. Es bedeutet, eine Klasse hat eine Aufgabe und mehr nicht. Also es kann halt nicht sein, dass eine Klasse sagt, sie verschickt E-Mails, sie macht REST-Calls zu anderen Systemen, sie schreibt Log-Einträge und manipuliert die Daten auf andere Art und Weise. Das ist halt vom Aufgabenbereich zu viel und das bekommt man halt nicht mehr unter einen Hut beim Testen. Dann der zweite Punkt ist Open-Closed. Es bedeutet, wir sind offen für Vererweiterung mithilfe von Vererbung und es ist geschlossen für Veränderung im Sinne von, dass die definierte Schnittstelle mit den Eingabeparametern und den Rückgabewert TEN fest definiert ist und nicht mehr verändert wird. Die anderen drei, das Liskovsche-Substitutionsprinzip, das Interface Segregation und Dependency Inversion, würde ich jetzt mal skippen wollen, einfach weil für uns reichen oder der Fokus für uns liegt auf den ersten beiden, dass sozusagen eine Klasse eine Aufgabe hat und dass es erweiterbar ist. Genau. Wie haben wir das Single Responsibility bei uns in der GASA umgesetzt? Wir haben für jede Aufgabe im Sinne von Datenhaltung, Datenselektion, also Datenselektion bzw. Manipulation und Datenverarbeitung eine Gruppe von Klassen aufgebaut. Die erste Gruppe sind Entitäten, also Entitäten entsprechen den Domänenobjekten. Domänenobjekte sind die Objekte aus der fachlichen Welt, also mit denen wir von dem Fachbereich immer wieder bombardiert werden. Der Geschäftspartner in der ISU-Welt sind es dann halt auch Objekte wie ein Vertragskonto, ein Vertrag, eine Anlage, also alles das, womit halt der Fachbereich uns immer wieder beglückt, dass diese Objekte entsprechen Domänenobjekten. Genau, sie sind definiert durch eine eindeutige Identität, bedeutet der Partner 4711, Hans Huber in der, keine Ahnung, Prenzlauer Promenade in 10409 Berlin ist halt immer dieser Partner und der Partner 4712 ist halt ein komplett anderer Partner. Genau, da in diesen Entitäten sind alle Daten enthalten, die halt für dieses Domänenobjekt erforderlich sind. Jetzt stellt sich die Frage, wie wir an diese Entitäten rankommen. Dafür sind die Repositories zuständig. Die Repository oder das Repository-Pattern bildet eine Abstraktionsschicht für das Datenmanagement. Hier gibt es dann halt Methoden, mit denen ich die Daten halt einmal selektieren kann, beziehungsweise dann halt auch andere Methoden, mit denen ich die Daten dann halt auch wieder speichern kann. Also da haben wir uns sehr nah an dem CRUD aus dem OData-Bereich, also Create, Read, Update, Delete orientiert. Genau, und die dritte Schicht sind die Controller. Hier geht es dann darum, dass Daten verarbeitet werden. Und jetzt würde ich gerne mal den ersten Blick ins System werfen, um das hier so ein bisschen zu veranschaulichen. Und damit gehen wir nach hier ins Eclipse, klicken einmal nach hier und gehen dann Z Entity. Da ist es.
Genau. Wir haben einmal ein Interface implementiert für alle Entitätsklassen. Hier gibt es dann die folgenden Methoden, und zwar einmal, dass man sich einen Wert ausgeben lassen kann, dann den Namen. Hier kann man dann nochmal prüfen, ob ein bestimmter Feld, der Wert eines bestimmten Feldes leer ist. Hier kann man den Wert eines Feldes setzen. Subentitäten würde ich jetzt nochmal überspringen wollen. Hier gibt es dann nochmal GetGuid, und dann haben wir hier nochmal die Frage, ob die Daten, die in den entsprechenden Feldern sind, konsistent sind. Genau, so, das sind unsere Entitäten, und ich würde es jetzt nochmal an einem Beispiel weiter zeigen wollen, beziehungsweise dieses Interface wird. Och Mann, sehr gut. Es gibt noch mal ZBase. Genau, es gibt eine Base-Entity, diese implementiert dieses Interface. Hier geht es jetzt primär, also dieses Base-Entity ist mehr um Over oder ist dafür gedacht, um Overengineering zu vermeiden oder dem vorzuwirken, weil wenn eine Entität ein Interface direkt implementiert, muss auch jede Methode, die in dem Interface definiert ist, auch in der entsprechenden Klasse implementiert werden. Und hier wollten wir halt vermeiden, dass der Entwickler, wenn er eine neue Entität anlegt, dass er dann halt auch jede Methode einzeln definieren muss, weil er halt als Vorwirkung, um sozusagen vorzusteuern, dass er halt nicht jede implementieren muss, sondern einfach nur die, die er für seine Entwicklung wirklich braucht. Genau, die sind dann halt so implementiert, dass sie immer einen Fehler werfen, um darauf zu zeigen, dass man in der eigentlichen Entität diese nochmal redefinieren muss, und in der Hoffnung, dass es jetzt funktioniert. Verwendungsnachweis. Genau, nee, natürlich nicht. Hier sieht man dann halt einige, danke, doch jetzt. Hier sieht man einige Entitäten, die von dieser Base-Entity erben und dort die eigentlichen oder die gebrauchten Methoden redefinieren. Und hier sieht man dann auch zum Beispiel, nee, das ist ein. Oh, ich würde es gerne nochmal zeigen, was im SAP, da ist der Baum ein bisschen schöner. Zack. Danke. Hier, genau, Base Entity. Und das sind alle unsere Entitäten, die wir aktuell halt haben. Hier zum Beispiel sehr bekannt für eine Adresse, für ein Bankkonto, für einen Kundenkontakt, für einen Abschlagsplan, für einen Geschäftspartner, für den Vertrag. Und hier drinne, zeigen wir es mal nochmal im SAP. Zack. Auf, danke. Und hier drinne sind dann alle Daten. Also ein Vertrag besteht einmal aus der Ever-Tabelle, so heißt die Tabelle, und aus der Ever-Tabelle. Und was für uns dann noch wichtig ist, ist halt eine Historientabelle. Und mit beide gehören halt zu dem Domänenobjekt Entität. So, genau. Der zweite Punkt war dann das Repository. Genau, ich zeige jetzt mal ein kurzes Repository, und dann sind wahrscheinlich nur bestimmte Sachen implementiert, so wie wir es erwartet haben. Genau, Defined by GUID ist implementiert, und hier benutzen wir halt einfach einen Standard. Jetzt wird's lustig. Hier benutzen wir einen Standardfunktionsbaustein, der auf die Daten zugeht. Doch, der halt sozusagen dann entsprechend direkt von der Ever-Tabelle liest und hier weiter unten auch nochmal von der Historientabelle liest. Und dann baut das Repository einmal mit der Ever-Tabelle, also mit der Vertragstabelle und auch mit der Vertragshistorientabelle, die Entität zusammen. Und gibt diese dann zurück,
und der Controller kann dann ganz normal damit arbeiten, ohne, also das sehen wir dann später noch, ohne dass er halt weiß, wo die Daten eigentlich herkommen. Genau, dann zeigen wir jetzt noch als drittes einen Controller für die Geschäftslogik. ZVIF Controller, da ist es. Der hat also dieses Interface dient nur für die Typisierung, dass wir dann halt im, ich kann es nochmal im SAP direkt aufmachen, Open mit SAP-GUI, sehr gut. Weil wir halt bei den, also in einem Controller gibt es halt die unterschiedlichsten Anforderungen oder Geschäftsprozesse, die damit halt starten. Und da wollten wir halt einfach nur die Typisierung hinbekommen oder halt die Kategorisierung, dass man sieht, aha, es gibt halt aktuell diese vier Controller, genau, wobei der halt jetzt gerade für die ABAP-Conf da ist. Und hier ist es dann halt die Überlegung, dass die Entwickler schneller erkennen oder halt bereits, also dass es nicht zu einer Code-Doppelung führt, einfach weil wir dann erkennen, aha, es sind schon, also es ist schon ein Controller für diesen Prozess da, also nehme ich den und erweitere den, anstatt dann halt was Neues Objekt zu machen. Genau. Dann kommen wir, wie bereits angesprochen, zum Open-Closed-Prinzip. Genau, hier ist der Punkt, dass es offen für Erweiterung ist, bedeutet, die Klasse an sich ist nicht final, es gibt keine statischen Methoden und die Erweiterung wird halt durch Vererbung ausgeführt und ganz wichtig ist, dass es halt geschlossen ist für Veränderung, also die bestehende Logik, die halt in dem Elterncontroller implementiert wurde, wird nicht mehr verändert, weil wir davon ausgehen, die ist soweit richtig von den Anforderungen, von der Umsetzung her. Genau, dann kommen wir jetzt zum großen Dependency Injection. Hier geht es darum, dass der Controller eine weitere Funktionalität braucht, wie zum Beispiel auf der linken Seite den Datenzugriff oder einen Mail-Service oder halt einen Logger-Service. Und diese Instanzen werden dem Controller fertig konfiguriert, also mit einem, also beim Log zum Beispiel mit einem Hauptobjekt und einem Unterobjekt oder beim Mail-Service mit Anmeldungsdaten oder was auch immer, komplett fertig, sodass der Controller einfach nur noch sagen kann, send Mail und dann geht es an den entsprechenden Empfänger raus. Genau, dann würden wir jetzt zum zweiten Mal in die Live-Vorstellung reingehen. Genau, und dann machen wir einfach mal alles zu, setzen einen Breakpoint und führen es einfach mal aus. Genau, das ist jetzt einfach mal so ein... Danke. Genau, das ist jetzt einfach mal so ein Beispielprogramm. Wir haben hier, oder ich habe jetzt halt hierfür einfach mal einen Controller aufgebaut, der halt ein bisschen was macht. Und zwar das erste ist der Konstruktor. Hier ist halt, hier passiert dann die Dependency Injection. Und zwar habe ich hier oben im Controller die Möglichkeit, dass ich halt ein Repository übergebe und ich habe es dann, oder wir machen es dann bei uns so, dass ich dieses Repository in einem Attribut der Klasse speichere. Wenn es nicht gebunden ist, wird es halt instanziert und in dem entsprechenden Attribut gespeichert. Genau, und dann sieht man bei Mirepo, Doppelklick, danke, ist jetzt halt eine entsprechende Klasse, eine Instanz eines Repositories drin. So, und dann wird jetzt in dem Controller die entsprechende öffentliche Methode aufgerufen und ich gebe hier als Partnernummer, das ist eine Partnernummer, nochmal die 4711 rein und jetzt gehen wir mal kurz im Debugging durch. Defined by GUID auf mit der Partnernummer 4711, die ich halt in dem Report reingegeben habe. Und hier bin ich jetzt in dem, wir benutzen den Begriff produktives Repository, weil ich hier halt direkt auf die Anwendungsdaten zugehe und dann halt dementsprechend mit dem Partner 4711
ein entsprechendes Ergebnis finde, das dann so aussieht. Genau, wichtig ist dann hier auch nochmal der Punkt, auch wieder Single Responsibility, wenn für die Suchkriterien kein Wert gefunden wird, dann versucht das Repository nicht irgendwas zu machen, sondern sagt einfach nur, ich habe nichts gefunden, Anwender oder Controller, kümmere dich mal bitte drum. Weil es dann halt auch immer vorkommen kann, mal führt man den Report im Dialog aus, dann soll halt eine Meldung an den Benutzer gemacht werden. Wenn man es aber halt im Batch ausführt, also in einem Batch-Job oder sowas, dann macht halt eine Message keinen Sinn, weil dann der Job dumpt. Also dementsprechend wäre halt ein Log-Eintrag besser. Für den Fall hier wird bei der Find by Guild halt einfach nur eine Exception hochgegeben und der Controller als Verantwortlicher kümmert sich um das entsprechende Fehlerhandling. Also im Sinne von Message ausgeben, Log-Eintrag schreiben oder irgendwie anders damit umgehen. Genau, wir haben jetzt in der Row das entsprechende Ergebnis, den Eintrag gefunden. Und jetzt wird nochmal die entsprechende Entität zurückgegeben oder aufgebaut, instanziert mit dem Datensatz, den wir gerade eben gefunden haben. Genau, da sind wir jetzt, also wird es dann halt einfach. Die Daten werden auch wieder in lokalen oder in Attributen der entsprechenden Entitätsklasse gespeichert. So, und dann gehen wir hier zurück. Und jetzt arbeitet der Controller mit der Entität und fragt dann nach bestimmten Werten. Also hier fragen wir zum Beispiel nach dem Partner, nach dem Val 1. Dann machen wir hier eine schöne Formatierung, so nennen wir es mal so. Und dann einfach, genau, dann wird hier das Datum nochmal formatiert in sozusagen ein deutsches Format, sage ich jetzt mal so. Wenn dann der Valint eine gerade Zahl ist, dann wird hier aus Gründen der Anforderung, wird hier dann halt, werden einfach 14 Tage drauf addiert und dann halt nochmal formatiert. Und wenn es eine ungerade Zahl ist, dann wird dementsprechend einfach das Originaldatum aus der entsprechenden Tabelle so gelassen. Ich würde es jetzt mal ausführen. Am Ende kommt es dann halt zu einer Ausgabe, ganz normal. Das ist total unglücklich. Was ich jetzt zeigen wollen würde, wäre, wie man, wir gehen wieder in diese Ansicht, die ist ein bisschen eleganter. Genau. Und zwar haben wir dann hier, also wir haben hier die produktive Logik, wo halt ein produktives Repository instanziert wird, verwendet wird. Wenn wir jetzt in die Testklasse gehen, also in unseren Test, da würde ich gerne erstmal Steuerung Umschalt F10, damit kann man Unit-Tests ausführen. Oh Gott. Ja. Nee. Kann man Unit-Tests ausführen? Ich würde gerne noch mal ganz kurz zeigen, und zwar hier gibt es dann für den zweiten Unit-Test und hier für den dritten, wie machen wir es jetzt am elegantesten? Wir gehen den Test einfach mal durch, das macht wahrscheinlich am meisten Sinn. Genau, und zwar, wir gehen den normalen Test erstmal durch. Hier beim Aufbau haben wir es halt hier oder machen wir es so, dass wir uns ein Mock-Repository aufbauen, der dann als Parameter bekommt einmal den Testdatencontainer und eine Variante. Den Testdatencontainer zeige ich auch gleich noch. Dieses Mock-Repo wird dann dem Business Controller übergeben. Der speichert es in einem Attribut und im weiteren Verlauf wird es dann halt ganz normal verwendet. So, dann zeige ich. Genau, dann zeigen wir jetzt die Seekarte mal ganz kurz. Also die Transaktion für den Testdatencontainer ist Seekarte. Genau, und hier gibt es dann halt den Punkt Testdatencontainer und hier haben wir halt schon einige. Wir brauchen gerade diesen hier. Hier kann man dann halt definieren, einmal ein Parameter von einem entsprechenden also ein Parametername. Hier hinten wird dann der Typ angegeben. Hierbei kann es sich auch um eine tiefe Struktur oder sogar um einen Tabellentyp handeln. Das kann man dann hier in den Varianten
kann man dann halt sagen, es gibt einen Testfall 1 mit einer schönen fachlichen Beschreibung. Und wenn man hier auf Value klickt, kann man hier, kann man das noch größer machen? Nee, ist größte, wie es geht. Hier hat man dann halt den Aufbau dieser Tabelle und kann die dann im Bearbeiten-Modus mit entsprechenden Werten füllen. Punkt. Genau. Und dann würde ich jetzt nochmal debuggen wollen, wie man, wie es dann halt, also was in diesem Mock-Repo an schwarzer Magie passiert. Genau, dafür setzen wir auch wieder einen Breakpoint, genau, und mit Steuerung F10. Danke. Genau, jetzt sind wir im Testfall für den zweiten Business Case. Genau, und hier bauen wir uns halt dieses Mock-Repo zusammen mit dem Container und der Variante. Wenn wir hier jetzt reingehen, speichert das Mock-Repo den Containernamen, wo er halt die Daten herbekommt, die Version, die ist meistens vorbelegt mit Version 1 und die entsprechende Variante, auf die er im Testdatencontainer zugreifen soll. Genau, dann haben wir hier unser Mock-Repo fertig instanziert und konfiguriert. Dann mit dem, jetzt instanzieren wir den Controller. Der speichert sich dann das entsprechende Attribut und hier sieht man halt, dass wir sozusagen auf dem Mock-Repo jetzt agieren. Dadurch läuft er hier halt nicht mehr durch. Genau, und jetzt sind wir bei der eigentlichen Ausführung der öffentlichen Klasse, öffentlichen Methode. Genau, und hier sagen wir dann halt auch wieder, also hier läuft er den gleichen Test oder den gleichen Quellcode durch. Der einzige Unterschied, und hier ist auch der Fokus drauf zu setzen, dass hier in diesem Mi-Repo ist halt nicht mehr das original produktive Repo, sondern dieses Mock-Repo. Und hier ist nochmal der Fokus darauf zu setzen, dass der Controller keine Ahnung hat, wo die Daten herkommen. Er vertraut einfach darauf, dass irgendjemand anders, also der Aufrufer, der Instanzierer, sich darum kümmert, dass dem Controller die richtigen Abhängigkeiten mit der richtigen Konfiguration übergeben werden. Genau, und hier gibt es dann halt auch Defined by GUID. Das können wir auch gleich nochmal zeigen. Genau, und hier geht es dann halt darum, dass halt, also hier haben wir es dann nochmal gemacht, dass wir für dieses Testdatencontainer auch ein Repo haben, wo wir auch dann die Sachen übergeben haben. Und da ist zwischen Repository, also Datenzugriff, und Entity, Datenhaltung, sich um eine 1-zu-1-Beziehung handelt, kann man hier auch direkt sagen oder schon festschreiben, es handelt sich um diese Entität, um die sich dieses Mock-Repo kümmert. Genau, hier werden dann auch wieder nur die Attribute gesetzt und es wird auch eine Instanz, das ist auch in den anderen Vorträgen schon gefallen, es wird eine Instanz dieser Klasse hier, CL, APL, EK, TDC, API, erzeugt. Mit dieser Instanz kann ich sozusagen auf die Testdaten in dem Testdatencontainer zugreifen. Genau, das brauchen wir uns jetzt nicht weiter. Genau, dann sind wir hier durch. Dann haben wir jetzt hier unser TDC-Repo. Hier. Genau, was halt entsprechend konfiguriert ist. Der weiß halt, also dieses TDC-Repo weiß, auf welchen Container ich zugreifen muss, auf welche Variante. Und nochmal, dass ich hier, also hier muss jetzt auch wieder konfiguriert werden. Und zwar müssen wir halt noch das Mapping hinbekommen, dass der Parameter, in unserem Fall DB-Data aus dem Testdatencontainer zu dem Konstruktorparameter, hier in unserem Fall IAP-Data, der Entität, dass die beiden sozusagen zusammengehören. Und es muss auch noch der entsprechende Datentyp mitgegeben werden, weil wir halt nicht, also es muss halt dynamisch passieren, weil
es sonst nirgendwo steht. Genau, aus diesem Grund wird halt hier eine Tabelle aufgebaut, wo halt sozusagen steht, der Testdatenparameter gehört zu diesem Konstruktorparameter und dadurch wird halt ein Mapping durchgeführt, wie wir zum Beispiel gesehen haben bei der Vertragsentität, wo wir halt eine Ever und eine Historie brauchen. Da ist dann halt, würde halt hier dann drin stehen, TDC-Param wäre halt einmal die Ever und würde halt zu der Ever gehören, also zu der Vertragstabelle und der Historienparameter des Testdatencontainers würde zum Parameter für die Historientabelle der Entität gehören. Genau, hier wird dann diese Entität zusammengebaut, nennen wir es mal so. Und zwar geht der hier dann halt zeilenweise drüber. Hier wird halt ein Feldsymbol, also Speicherbereich, bereitgestellt. Und hier fragt er den, also wir befinden uns im Testdatencontainer und hier fragt er den, hier wird der Testdatencontainer gefragt, gib mir mal bitte für diesen Parameter, der hier drinne steht. DB-Data, danke. Gib mir mal bitte für den Testdaten-Container-Parameter DB-Data die Werte, die halt da drinnen stehen. Und dann kriegen wir hier halt unter LFS-Data eine Struktur zurück. Geh auf. Danke. Die halt so aussieht. Und genau, hier geht er einmal durch. Und hier wird dann halt mit Hilfe von Create Object, also mit einer dynamischen Instanzierung des Objektes und den entsprechenden Parametern, wird halt das Objekt, was wir hier halt brauchen, also in meinem Fall Business Logic Entity, wird halt erzeugt und dann auch zurückgegeben. Genau, und hier in dieser, die ist jetzt noch leer, zack, und hier haben wir dann halt sozusagen diese Business Logic Entity drinne und der Controller weiß immer noch nicht, wo die Daten herkommen, also ob sie aus einem Testdatencontainer kommen oder aus der produktiven Datenbanktabelle, also eigentliche Anwendungsdaten und arbeitet dann ganz normal damit weiter, dass er halt die Entität fragt, gib mir mal die Partnernummer oder halt den Wert 1, die entsprechenden Felder, die halt da sind. Genau, dann geht er hier soweit durch. Genau, und dann passiert halt der Assert im Sinne von, wir prüfen, ob das, was uns aus der Business-Logik zurückgegeben wurde, übereinstimmt mit den aktuellen. Nee, Entschuldigung, das ist noch der Aufbau des erwarteten Ergebnisses. Genau, und hier passiert dann die eigentliche Überprüfung, ob das erwartete Ergebnis mit dem Ist-Wert übereinstimmt. Punkt. Ja, nee. Wir wollten noch mal genau das Testdatenrepo oder das. Was wollte ich gerade noch zeigen? Hier geben wir die Sachen rein. Ach so, das wollte ich noch mal zeigen. Und zwar, und zwar dieses Open-Closed-Principle, dass es halt offen für Erweiterung ist. Das ist halt genau der Teil, der halt hier passiert. Und zwar dieses Mock-Repository erbt oder ist eine Kindklasse von dem eigentlichen produktiven Repo. Und wir überschreiben den Konstruktor und wir redefinieren die Methoden, die halt in dem Controller in der Business-Logik aufgerufen werden. Genau, das ist halt sozusagen dieser Punkt, dass es offen für Erweiterung sein muss. Und dann, weil wir gerade noch Zeit haben, sind wir ein bisschen durchgerast, würde ich gerne noch mal zeigen, warum man das Ganze macht. Und zwar, ich habe hier unten noch mal Vorführzwecken, dass ich halt kein Mock-Repo reingebe, sondern der Business-Controller halt direkt
das produktive Repository instanziert und damit halt arbeitet. Und dann halt dementsprechend mit den Daten weiterarbeitet. Genau, ich führe die Tests nochmal aus. Ah, fuck. Genau. Ja, danke. So, jetzt laufen sie alle durch die Tests. So. Zack. Und bei dem Test execute BL read DB, da würde ich gerne jetzt nochmal zeigen wollen, dass wenn man in den ABAC Dictionary, in der Datenbanktabelle, also wichtig ist jetzt der Punkt, das ist, was in den anderen auch aufgeführt wurde, in anderen Vorträgen, dass man halt eine ganz klare Trennung hinbekommen muss zwischen Anwendungsdaten und Testdaten. Genau, und hier sagen wir Open with SubGUI. Wenn ich jetzt nämlich hier drinne sage ändern, und zwar ausführen, genau. Also ich habe es jetzt vorbereitet, und zwar hier sage ich jetzt einfach mal, dass ich hier eine ungerade Zahl draus mache und hier auch. Wir speichern den ganzen Spaß, haben wir gespeichert. Und wenn wir jetzt in den Business Logic Controller, also in unserer Business Logik, den Unit-Test nochmal ausführen, stellen wir fest, dass es halt fehlschlägt, einfach unter dem Aspekt, dass sozusagen die Daten, also dass er hier halt sozusagen auf der produktiven Tabelle Werte ausliest, was er eigentlich nicht machen soll. Und deswegen ist es halt wichtig, diese Trennung hinzubekommen zwischen Anwendungsdaten und Testdaten. Das wird gemacht mit Hilfe von Dependency Injection und der Implementierung von Solid, dass man halt sozusagen die Aufgaben trennt. Im Sinne von, ja, die Aufgaben trennt, die Gruppe der Entitäten handelt oder hält die Anwendungsdaten inne, während das Repository sich darum kümmert, die Daten zu selektieren, beziehungsweise auch zu manipulieren. Und die Schicht, die Controller-Schicht, kümmert sich sozusagen um die Änderung, also um die Berechnung der Daten. Genau. Und damit hätte ich jetzt gesagt, bin ich soweit durch. Thank you. Danke dir. Muss wohl bin ja schon gewohnt, das ganze Zeit nur auf Englisch zu sprechen. Ja. Na, im YouTube-Chat gibt es auch schon diese Diskussion mit den Testdatencontainern. Was Testdatencontainer für Unit-Tests, ja oder nein? Ja. Da sieht man sich wieder, wie sich die Geister scheiden, wie es so schön heißt. Ja. Also ich denke mal, an diesem Beispiel, auch wenn es jetzt ein bisschen fiktiv ist, sieht man ganz gut, dass man die Anwendungsdaten, die in den richtigen Datenbanktabellen liegen, das ist halt, also ich habe es jetzt bewusst manipuliert, aber es kann ja halt dann trotzdem immer noch vorkommen, dass du auf der E irgendwie einen Unit-Test schreibst, der halt auf die richtigen Datenbanktabellen geht. Und dann gibt es halt einen Kollege, der davon gar nichts mitbekommen hat, der ist gerade neu im Unternehmen, der will sich dann halt für seinen Entwicklertest auf der E mal Daten zurechtschrauben, und der nimmt, wie es sich gehört, nimmt natürlich genau den Datensatz, der für deinen Unit-Test verwendet wird, und dann ist halt die Frage, dann laufen die Unit-Tests durch und du fragst, ich habe mich doch aber nichts dran programmiert, geändert, das ist seit 3 Wochen genauso, aber trotzdem schlägt der Test fehl. Warum, wieso, weshalb? Ja, klar. Das ist, glaube ich, so eine fast religiöse Thematik. Man hat Vor- wie Nachteile in beide Richtungen. Ne? Also sprich, wenn ich jetzt halt eben das alles klein mache und dann sage, ich habe wirklich einen kleinen Unit-Test, der dieses klassische Beispiel 5 mal 3 gleich irgendwas, ne? Und da die Werte gleich direkt an der Klasse dranhängen, reinprogrammiert sind im Unit-Test, dann ist es der schöne Unit-Test, aber leider kann man halt nicht alles so vereinfachen, sondern hat auch wirklich mal größere Datenmengen, die man da durch seine Prozesse durchzwirbeln muss. Also
Genau. Das kannte ich auch. Da hatte ich schon das Problem, dass die C-Card irgendwann angefangen hat zu weinen, weil ich so viele Testdaten drin hatte, weil so ein Großprozess war. Ich habe eine Ach so, Unmenge okay. Daten gehabt, musste die komplett verwursteln und am Ende war halt nur das Ergebnis bekannt, was hätte rauskommen sollen. Ja. Also ich kenne es halt aus der Historie auch so. Ich war von 2011 bis 15 war ich halt als PHP-Entwickler unterwegs und da haben wir dann auch Unit-Tests, also PHP-Unit hieß es dann, eingeführt. Und da wird es halt auch so gemacht, dass du halt nicht deine MySQL-Datenbank befüllst, sondern du machst es mit einer SQLite-Datenbank, die halt darunter hängt. Und dann während der Ausführung der Unit-Tests wird halt gesagt, nimm mal nicht die produktive Datenbankverbindung mit dem, wo er sich auf den MySQL-Server verbindet, sondern nimm mal die SQL-Lite-Datenbank und benutze die Daten, die da drin sind. Aber ja, trotzdem ist halt diese Trennung, ich bin der Meinung, die ist sehr wichtig. Ja, klar. Das ist auch so ein Genau. bisschen die eigene Erfahrung, was ich immer auch im Bayern bin. Was der SAP fehlt, ist die Möglichkeit, Objekte, die übergeben zu werden, beispielsweise wenn ich eine Bali-Logik implementiere, ja, dass ich diese Objekte schön mocken kann, weil wenn es irgendwie im klassischen Einkauf unterwegs ist oder der Businesspartner, bis du da deine Mock-Daten vorbereitet hast, kann es auch mal wieder ein bisschen spannend sein oder Zeit in Ja. Anspruch nehmen. Ja, dann wird dieser Range-Block hier, den wir hier so haben, also hier ist es jetzt ein sehr simples Beispiel, dass wir halt nur eine Abhängigkeit haben, während, also bei einem anderen Projekt, wo ich drin war, Harmonisierung der Formulare, da hatten wir halt zum Beispiel, wo es halt darum geht, Angebote zu schreiben. Und da waren dann teilweise waren es 10 Abhängigkeiten, die halt der eigentliche Controller, also unsere Class an der Test, unsere Testklasse, brauchte. Und da war dann halt dieser Block, waren dann irgendwie 50 Zeilen lang oder sogar noch länger. Und das alles zu konfigurieren, ja, das ist ein Akt, da bin ich absolut bei dir. Das ist schon nicht einfach. Wobei, was ich ja cool finde oder gut finde bei euch, dass du es aber Vorfeld schon gesagt hast mit diesem ganzen Thema, den CRUD-Ansatz. Ja. Das ist auch ganz nett, weil ja auch die SAP selber mit RAP und EML diesen CRUD-Ansatz ja fährt. Und ich muss da zu meiner Schande gestehen, ich bin auch meist zu faul zum Unit-Test schreiben. Bei uns ist es die Zeit. Was ich mir aber angewohnt habe, bevor ich halt irgendwie eine RAP-Anwendung 50 Mal das UI durchklicke, schreibe ich mir meine Unit-Tests, die meine EML testen. Und die können sauber implementiert sein, können aber auch unsauber implementiert sein. Aber ich habe zumindest mal was angefangen und ich kann die Unit-Tests laufen lassen, auch wenn sie am Ende gar nichts tun, sogar für Einsteiger, die jetzt hier zuhören, sagen sich, Unit-Testing, was soll das? Allein, dass ich so eine Unit-Testklasse mal geschrieben habe und das Coding durchläuft und nicht wegdumpt, da hat man schon mal, ich sag mal, Level 1 Ja, freigeschaltet. das stimmt, das stimmt. Das ist ja dann auch teilweise, weil du halt dann irgendwo vergessen hast, zu prüfen, ob ein Feldsymbol, also es kann ja dann halt immer vorkommen, dass du halt dann irgendwie sagst, Retable Friddelprompt, Assigning Field Symbol, und dann findet er halt nichts und dann ist das Feldsymbol nicht zugewiesen und du denkst, was? Ja, Also, genau. Oder genau. du transportierst irgendwie nur einen Teil vom Coding Oder und im so, ja. Testsystem kannst du dann einfach mal sagen, lass mal Unit-Tests laufen, egal ob sie ein richtiges Ergebnis haben und nicht, ob dieses Unit-Assert richtig ist, es läuft zumindest. Und es Genau. läuft dann auch alles und du hast auch eine recht hohe Code-Coverage, die durchlaufen wird und musst nicht jede Funktionalität in der Anwendung nochmal manuell durchklickern und es dumpt dann nicht beim Endanwender oder beim finalen Tester. Genau, das ist ja dann auch so ein bisschen der Punkt, dass du halt dann auch als Entwickler so ein bisschen dein Gesicht wahren willst, dass du halt schon so ein bisschen stolz hast, dass die Leute dir vertrauen. Ja, wenn der Name dahinter steht, dann ist da auch Qualität drin, ne? Genau. Das kommt dann halt immer sehr, sehr, sehr unglücklich, wenn dann halt gesagt wird, Report ausführen und dann das Erste, was passiert, Dump, weil Genau, irgendwas kaputt ist. dann ist ja richtig, man sagt man immer, ich habe nicht falschen Wickel, ihr habt nur falsch getestet. Super. Danke dir. Wir hören uns dann nachher wieder im Meet the Speakers, weil jetzt, glaube ich, können wir erstmal haben wir die kurze Pinkelpause, die 4, 5 Minuten, bevor es dann mit Pankaj weitergeht. Sehr gut. Vielen Dank für deinen Vortrag. Danke auch.